Hallo und willkommen bei den Spiele-Dinos mit Melanie und Angelo. Schön, dass ihr reinschaut. Türchen Nummer 28 des Spiele-Dinos Rätsel-Adventskalenders. Kein Outtake heute. Hier seht ihr nochmal die Gewinne der letzten drei Tage. Wir hatten ja Skellig als Partner. Vielen Dank nochmal an Skellig dafür. Es gab ein Come-Together in chronologischer Reihenfolge zu gewinnen. Ein wirklich sehr cooles Festival-Spiel, was komplett unter dem Radar fliegt. Versteh's nicht. Ebenfalls Erde. Ein wirklich klasse Spiel. Einfache Mechanik im Großen und Ganzen erinnert so ein bisschen an Mischwald, dem ist vielleicht jetzt gerade ein Begriff, ein sehr, sehr cooles Spiel. Und wir hatten natürlich die Punktestadt und das Dirty Mind, um das es jetzt auch gleich hier in der Auflösung gehen wird. Da beglückwünschen wir nochmal die, wo hier gewonnen haben bei uns. Glückwünsche an euch, viel Spaß mit den Spielen. Vielleicht kommt Dirty Mind ja noch rechtzeitig bei euch an. Dann, wie gesagt, bitte vielleicht das ein oder andere Kärtchen abfotografieren, was ihr gespielt habt. Ansonsten dürft ihr uns immer gerne, wenn die Spiele bei euch ankommen, kurz eine Rückmeldung geben. Danke, das Ding ist angekommen. Ihr müsst doch nicht mal Danke sagen, sagt einfach, es ist angekommen. Dann wissen wir, das hängt nicht irgendwo bei UPS in irgendeinem Parcel Store rum. So, Melli löst mal die Dirty Minds von ihr auf. Ich hatte natürlich zuerst den Ehering. Ich glaube, eher die Frauen haben erstens mal einen Ring an, zweitens fummeln die eher mal am Ring. Ich mache das auch immer ganz gern. Aber das macht man irgendwie, wenn man so nervös ist, hatte keine Ahnung, so im Gedanken. Lalala. Achtet einfach mal drauf, jetzt wo ihr es wisst. Ja, das war der Ehering und das andere... Das war das, was ich gesagt habe, es gibt einen Film und ein Spiel. Herr der Ringe. Ist er nicht Herr der Ehringe? Dafür gibt es vielleicht auch einen Film. Herr der Ehringe. Okay, ja. Ich wollte sagen, einen, um sie alle zu knechten, aber es ist gelassen. Es gibt nur Ehestreit. Wer knechtet hier wen? Naja, und das andere ist eher ein Urgestein, würde ich sagen, weil viele haben das gar nicht mehr in dieser Form. Die Glühbirne, die hat nämlich so schöne Rundungen. Ihr wisst schon... Wir sind ja jetzt sehr modern geworden. Die Glühbirne stirbt leider nach und nach aus. Genau, zu viel Energie, Glühbirne weg. So, ihr hattet bei mir als erstes, du wirst hier feucht und heiß. Ich kann dampfen und sowas. Das war natürlich die Sauna, ihr habt es gewusst, ja. Melanie und ich gehen auch mal ganz gerne in die Sauna. Das ist wirklich sehr entspannend, tut dem Rücken gut, gerade in der kalten Jahreszeit. Sauna war hier euer Dirty Mind. Und das andere war, ich bin ein mündlicher Verkehr. Da ging es natürlich um das Sprechen. Weil manche Leute machen das mit den Händen. Die Italiener vor allem. Aber das wollte ich nicht als Tipp geben, weil das wäre zu einfach gewesen. Ja, das machen wir nicht. Nein. Das war die Runde Dirty Minds, die Auflösung von gestern. Worum geht's heute? Was könnt ihr heute gewinnen? Was ist das Rätsel von heute? Melli sagt euch, bevor es wieder zum großartigen und von euch geliebten Cover-Rätsel geht, ich nur Ausschnitte von Cover einblenden werde. Ich erkläre es euch gleich nochmal. Melli, erzähl euch mal kurz. Ich bin selber total begeistert von Cover-Rätseln. Ja, ich liebe Cover-Rätsel. Weil ich immer so tolle Cover kaufe. Genau. Heute gibt es wieder einen Doppelgewinn. Wir haben einmal das Gral. Das ist ein Kartenabwurfspiel. Genau. Gral ist ein kurzweiliges Kartenabwurfspiel, in dem ihr als Legenden der Arthur-Sage spielt. Oh, ja, ist von, ab 8 Jahren für 3 bis 5 Spieler, also könnt ihr auch in der größeren Runde mal zocken. Genau, und danach werden noch ein paar Schnappschüsse gemacht mit Schnappschuss dem Spiel. Beides kam über die Spieleschmiede und auch hier nochmal vielen lieben Dank für das Bereitstellen dieser 2 Gewinne. So ist es. Darum geht's. Das kann eine von euch gewinnen und dazu müsst ihr die Cover-Rätsel lösen. Ich mach's mal ganz kurz als Beispiel. Ihr werdet jetzt vielleicht gleich nur in einem Bildausschnitt dieses kleine Fenster hier unten sehen und ihr werdet hoffentlich erraten und sagen, ach Mensch, das ist doch hier Monsters on Board oder es ist Kingscraft oder es ist was auch immer ihr habt. Ihr könnt das Ganze über die Bildersuche von Google machen, ihr könnt das Ganze über euren Telefonjoker machen, ihr könnt das Ganze über Foren machen, ihr könnt eure Freunde fragen, ihr könnt was auch immer machen, um dieses Rätsel zu lösen. Mir egal, schaut mal selber, was ich für euch vorbereitet habe.
Ja, manche von euch sagen immer, oh, Coverrätsel, Mensch, ich bin noch mal kurz ans Regal gesprungen zum Überprüfen, ob es auch wirklich das ist. Und so kommen dann einem vielleicht auch wieder das ein oder andere Spiel in den Sinn und ihr sagt, hey, vielen lieben Dank für dieses tolle Rätsel. Durch das ist dieses Spiel direkt wieder auf den Tisch gelandet. Hatten wir schon lange nicht mehr gezockt und macht einfach unglaublich Spaß. Genau, wir haben uns mit dem Rätsel-Adventskalender ja wirklich viel Mühe gegeben. Wir haben auch so ein bisschen die Intention des Ganzen soll ja auch sein, euch so ein bisschen in diese Brettspielwelt mitzunehmen. Deswegen seht ihr mal die Rückseiten von Brettspielen. Deswegen kriegt ihr mal so einen Einleitungstext. Ja, das ist also, wir möchten auch die große Breite dieses Hobbys euch zeigen, dass es nicht nur um Mechanik und Besitzen am Tisch geht, sondern dass es ein viel größeres Spektrum dahinter ist. Und ich glaube, das habt ihr wirklich mitgekriegt. Das habt ihr ja mitgelebt mit uns die letzten, ja, vergangenen 28 Tage. Und das macht uns Spaß und euch hoffentlich auch. Das war's. Ich glaube, so Gott, langsam. Es geht langsam Richtung Ziel, Ende. Ich bin ein bisschen traurig, ein bisschen glücklich, ein lachendes und ein weinendes Auge dazu, aber dann am 31. noch mal ein bisschen mehr. Ich sag vielen Dank fürs Reinschauen. Wir drücken euch die Daumen. Wir sagen gute Nacht, guten Morgen und guten Mittag. Das wird mir übrigens fehlen. Und dann sehen wir uns morgen zur Türchen Nummer. Die Zahlen machen mich kirre. Was, ja, ist, was haben wir heute? Warte. 28. 29. Kommt wieder. Dann morgen. Genau, jetzt drehe ich mal kurz in meinem Ring, weil ich war nervös. Wir sagen Tschüssi und bis morgen. Ciao, ciao.